Holzturner Musik Big Band Club aus dem schönen Bregenzer Wald in Vorarlberg. Wir freuen uns sehr, dass wir wieder einmal hier sein dürfen im wunderschönen Öblan. Wir waren ja letztes Jahr schon einmal da. Mir gefällt es wahnsinnig gut, ganz, ganz tolle Musiker. Nachdem ich ja selber 25 Jahre auf der Bühne gestanden bin, bin ich heute total begeistert. Ist auch eine tolle Sache, dass man so eine außergewöhnliche Band daher nach Öblan kommt. Ja, man kann dem Team vom KUL nur gratulieren, dass sie so großartige Musiker hierher bringen. In der Vergangenheit hat man derartig große Musikanten nur in den großen Sälen, in den großen Städten gehört und jetzt haben wir das vor Ort in Öblan, also für die Region eine ganz, ganz große Bereicherung. Außergewöhnliche Leute, außergewöhnliche Musiker. Ja, so ist es und darüber können wir sehr, sehr froh sein. Lauter spezielle Persönlichkeiten, der Bürgermeister aus Niederöblan. Der erste Bürgermeister war begeistert, der Niederöblaner Bürgermeister sagt. Ist genauso begeistert, ich bin auch ein bisschen Musiker und die Burschen machen wirklich einen Job perfekt, das muss ich sagen, perfekt. Dass das toll war, das stimmen wir glaube ich alle mit ein, wie kann das Niederöblan toppen? Wollt ihr das? Bitte, wie das Niederöblan toppen kann? Es gibt nur eine Musikgruppe, die annähernd an das herankommt. Das ist die berühmte Wetterluchblas aus dem Raum Öblan, die ebenfalls eine neue CD ausgebracht hat vor wenigen Tagen. Wird präsentiert beim Öblaner Aufest. Die kann man mit HMBC möglicherweise noch vergleichen. Bürgermeister von Niederöblan, wir haben jetzt mitgefilmt und HMBC hat gesagt, wenn sie ihr CD kaufen, dann kriegst, stellst du zu deinem Nachlass für deine CD? Ich muss sagen, die HMBC-CD gibt es im Libro-Shop oder was, das machen wir nicht. Wir verkaufen unsere CD, die ist so wertvoll, wir verkaufen sie direkt an den Konsumenten. Das ist qualitativ hochwertig, nicht irgendwo in so einer Libro-Filiale. Kurze. Wann tritt die Wetterluchblas im Kuhlhof? Nein, ich muss dazu sagen, Spaß beiseite. Es hat schon ein gemeinsames Projekt gegeben mit Bartholomäus von HMBC und der Wetterluft Plus. Und das hat sehr gefruchtet und womöglich gibt es da Nachfolgeprojekte. Die Wetterluft Plus tritt überall zu jeder Zeit auf. Ich habe ein Interview mit deinem Freund gemacht und ich habe ihn gefragt, wer die schönste Frau für ihn ist. Das hat genau 2 Sekunden gedauert. Ich habe ihn gefragt, wer ist die schönste Frau für mich? Er hat gesagt, meine Freundin. Guten Tag. Jetzt hast du wahrscheinlich nicht ein ganz einfaches Leben als unter Anführungszeichen Musikerfrau. Wie ist das zu packen? Ich finde das ehrlich gesagt ganz praktisch. Wenn ich von der Arbeit heimkomme, ist mein Freund immer super gechillt und hat womöglich sogar schon Essen gekocht für mich, weil er nicht 12 Stunden im Büro gesessen ist und gekackelt hat und mich dann anspinnt, sondern er hat seinen Tag mit ihm verbracht und hat Musik gemacht und das beflügelt natürlich die Seele und dementsprechend ist er gut gelaunt, wenn ich dann heimkomme. Das ist super. Und am Wochenende kann ich nachher nach Öblan fahren und machen, was ich möchte. Zum Beispiel beim Festspiel mitspielen. Und ich weiß, meine Wochenenden eigentlich sehr gut zu verplanen. Und dann freue ich mich wieder auf Montag, wenn er wieder zurückkommt und ihn die ganze Woche wieder habe. Also lange Rede, kurzer Sinn. Frauen sucht euch Musikermänner. Dankeschön. Vielen Dank. Thank you.
das war jetzt ein mördercooles Konzert, oder? Freust du schon auf die zweite Hälfte? Ja, schon, weil ich kenne eigentlich nur Way Down und dann habe ich mir das. Da haben wir uns gedacht, das Konzert hören wir uns an. Mir gefällt es sehr gut. Weil es ist, wie schon am Anfang gesagt, es ist nicht einem Musikstil zuordbar, sondern es ist einfach vielseitig sehr. Der erste Teil war ganz schön großartig. Wie gefällt dir das? Hierbei hätte ich diese Musik. Ja. Ja, ich muss nur sagen, dass jeder einzelne Musiker sein Instrument besonders gut beherrscht und die ganze Zusammensetzung ein gutes musikalisches Bild gibt. Gell? Bist du selber auch Musiker? Ich habe einmal im jugendlichen Leichtsinn Geigen gespielt. Aber das war von 6 Jahren bis ca. 10 Jahre. Also musikalisch bin ich irgendwie. Und falsch singen kann ich auch. Es ist ja bei den ganzen Musikern, man muss eben. Die Musik muss dir gefallen oder nicht gefallen. Mhm. Gell? So ist das. Und ins gefällt sie. Falle. Weil sonst war ich nicht als ältester Teilnehmer ja wahrscheinlich nicht da. Instal TV. Hier wird Ihnen geholfen, wenn Sie wollen. Instal TV. Instal TV. Instal TV. Die Mann, Mona Leit ja. Singen den Grundton. Ja. Der Philipp singt die Terz. Ja. Wer eine Hand frei hat, macht die Quint und der Dreidörfler Dreigesang macht die Septim. Drei, oh. Install TV. Install TV. Install TV. Install TV.